Herzlich willkommen zum dritten Vortrag aus diesem Blog. Geodaten sind ja oft verteilt. Man möchte aber trotzdem auf diese ganzen Daten irgendwie sinnvoll zugreifen können. Und dafür hat das Land Rheinland-Pfalz einen Registrierungsdienst entwickelt. Dieser nennt sich Mr. Map und Michel wird ihn jetzt vorstellen. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag über das Projekt Mr. Map. Es ist eine Inhouse-Entwicklung bei der GDI Rheinland-Pfalz und ich möchte Ihnen jetzt einmal kurz zeigen, womit ich es jetzt gleich ein bisschen triezen werde. Zunächst einmal gehe ich natürlich über Mr. Map, über die Funktionen hinweg, zeige Ihnen natürlich nur einen Ausschnitt aufgrund des zeitlichen Rahmens, ist das natürlich etwas begrenzt. Und im Anschluss möchte ich gerne einen Hintergrund zu dem Ganzen geben, also einen ganz schnellen Crashkurs in die Themen Geodateninfrastruktur, Service Registry und Metadaten geben. Natürlich in unseren Reihen sitzen viele, die sind Experten auf diesen Gebieten, die haben das schon 3000 Mal gehört, aber genauso haben wir auch Leute in diesen Reihen oder halt eben Zuschauer des Videos, die vielleicht mit dem Thema noch nicht so viel Berührungspunkte hatten oder auch ganz neu in dem Feld sind. Und die möchte ich auch gerne mitnehmen. Zum Abschluss habe ich noch ein Video mitgebracht, ein Demonstrationsvideo von der räumlichen Absicherungskomponente, eines der Herzstücke des neuen Systems. Das wird etwa 5 Minuten dauern. Ich erkläre währenddessen, was genau da eigentlich gerade passiert. Das heißt, mein eigentlicher Vortrag hat nur 15 Minuten Zeit und Sie sehen, ich habe 21 Folien, also muss ich ein bisschen schneller sprechen. Ich hoffe, Sie kommen alle mit. Ganz schnell über mich. Mein Name ist Michel Peltriot. Ich arbeite bei der zentralen Stelle GDIAP seit November 2018, bin da für die Neuentwicklung des Geoportals Rheinland-Pfalz zuständig und eben auch für das neue Projekt Mr. Map. Ich habe ursprünglich Computervisualistik studiert an der Universität Koblenz-Landau am Campus Koblenz, habe dort nach dem Masterabschluss dann gesagt, gut, ich bleibe auch einfach in der Ecke Koblenz und bin so bei der Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz gelandet. Mr. Map selbst ist eine Inhouse-Entwicklung der GDIRP, wie ich gerade eben schon meinte, aktiv seit April 2019 in Entwicklung. Es ist ein Open-Source-Projekt, deswegen stehe ich halt eben auch hier. Und der Code ist eben frei zugänglich, er ist zurzeit gehostet auf OSGeo. Sie können sich also das ganze Projekt und die Entwicklung selber auch anschauen. Es ist ein OGC-standardbasiertes System, also es geht um WMS und WFS, dazu dann gleich mehr. Den Code verwalten wir über Git. Anfangs waren wir noch mit GitLab, mit einem internen GitLab von unserem Haus unterwegs. Als wir dann einen Status erreicht haben, mit dem wir dann nach außen gehen konnten, haben wir dann gesagt, okay, wir gehen zu OSGeo und sind seitdem mit Git hier unterwegs. Als Datenbanken kommen PostgreSQL, PostGIS und die NoSQL-Datenbank Redis zum Einsatz. Das ganze System ist ein Django-Projekt, also entsprechend entwickeln wir in Python. Ja, Funktionsumfang, das ist jetzt der Stand von letzter Woche. Wir haben ein komplettes User-Management bereits integriert. Das bedeutet, Nutzer des Systems werden in Gruppen verwaltet. Über die Gruppen managen sie wiederum die Berechtigungen. Das heißt, wenn sich ein Nutzer in zwei verschiedenen Gruppen befindet, die eine Gruppe bietet halt eben Berechtigungen zum Metadaten-Editieren, die andere Gruppe bietet Berechtigungen zum Registrieren von Diensten und sie befinden sich eben in beiden Gruppen, erben sie diese Berechtigungen und dadurch haben sie ein ganz klassisches, sehr flexibles Berechtigungssystem. Wir versuchen, echte Weltprozesse abzubilden. Das heißt, Organisationen werden ebenfalls verwaltet im System. Die Organisationen gruppieren wiederum Gruppen und jeder Nutzer ist auch wiederum Teil einer Organisation. Also Sie selber sind ja auch alle hier als ein Teil irgendeiner Organisation unterwegs, irgendeiner NGO oder eine Firma oder öffentliche Verwaltung. Und genau das wollen wir hier eben auch abbilden. Und darüber hinaus natürlich alle Standardfunktionen sind integriert, die Sie von einer modernen Web-App eigentlich so erwarten. Registrierung, Aktivierung des Kontos, Login, Passwort zurücksetzen und so weiter und so fort. Die Dienste sind natürlich das zentrale Element in diesem System. Sie haben die Möglichkeit, über einen Get-Capabilities-Link einfach einen Dienst zu registrieren, da Sie natürlich nicht bei einem 1000-Layer großen Dienst 4-5 Minuten warten wollen, bis der komplett überfüllt wurde ins System, haben wir eine parallele Registrierung dieser Dienste. Das heißt, Sie füttern halt einfach mehrere Links direkt hintereinander weg. Das sehen Sie einmal hier rechts im Bild. Und dann haben Sie so schöne kleine Fortschrittsbalken, die sich dann bis zur Vervollständigung hinschnecken. Das kann natürlich immer, je nachdem, wie groß die Dienste sind, ein wenig dauern. Denn wir lösen auch nicht nur die ganz normalen Informationen auf, die über dem Capabilities-Dokument liegen, sondern auch sämtliche verlinkte Metadaten. Also Service-Metadaten, Dataset-Metadaten, die verlinkt werden, so wie es eigentlich auch sein sollte, laut Standard, werden automatisch aufgelöst und auch ins System überführt. Sollte natürlich der schlimme Fall sein, dass es da draußen Dienste gibt, die keine verlinkten Service-Metadaten haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass man auf Knopfdruck direkt Service-Metadaten, also diese entsprechenden XML-Dokumente generieren kann und diese auch über Mr. Map direkt ausgeliefert werden.
Wir bieten eine Detailansicht aller Dienste, das heißt, Sie haben eine strukturierte Ansicht Ihres Dienstes mit allen Unterlayern oder eben allen Features, mit den Informationen, welche Keywords sind hinterlegt, wo ist die räumliche Ausdehnung dieses Dienstes etc. pp. Und wir unterstützen bisweilen WMS 1.0.0, also das ganz alte Hündchen, bis zu 1.3.0, dem aktuellsten Standard, und WFS 1.0.0 bis 2.0.2. Was Sie jetzt hier rechts sehen, ist die quasi öffentliche HTML-Ansicht. Das heißt, sagen wir, Ihr Dienst würde in einem Geoportal gefunden werden oder in irgendeiner anderen Suchkatalog-Applikation, würde man über diese HTML-Ansicht eben die aufbereiteten Metadaten angezeigt bekommen. Also Titel, was ist das für ein Typ, für eine Ressource eigentlich? Das ist hier ein Webmap-Service, ein Preview-Bild wird Ihnen angezeigt. Und das ist natürlich wunderbar menschenlesbar, eine ganz tolle Sache. Aber wir wollen nicht nur menschenlesbare HTML-Repräsentationen haben, sondern auch maschinenlesbare HTML-Repräsentationen. Das heißt, wir füttern diese HTML-Seite noch mit semantischen Inhalten und verwenden da halt eben die Herangehensweise des Schema.org-Projektes. Ich skizziere das jetzt hier nicht weiter, Schema.org, da kann man ganze Vorträge eigentlich zu halten, die länger sind als 20 Minuten, es sei nur gesagt, wir injizieren im Endeffekt weitere kleinere HTML-Tags, die einem Webcrawler, vielleicht auch einem Google-Webcrawler sagen, das hier, das ist der Titel dieser Ressource, die Ressource ist vom Typ Webmap-Service, dieses Bild hier, das ist ein Preview-Image und der Vorteil davon ist, wenn wir diese semantische Ontologie unterstützen, werden die Dienste unter Umständen besser oder sie werden besser indiziert von Suchmaschinen und so kann es durchaus sein, dass Ihr Dienst auch einfach bei Google gefunden wird. Sie bräuchten dann eigentlich gar nicht mehr irgendeinen Suchkatalog selbst zu entwickeln oder entwickeln zu lassen. Darüber hinaus haben wir einen Metadateneditor integriert, das heißt, Sie können semantische Metadaten überarbeiten, also Titel, Abstract, also die Beschreibung, Keywords, technische Metadaten sind natürlich nicht änderbar, also wenn Sie ein unterstütztes Georeferenzsystem hinzufügen wollen, was aber gar nicht vom Dienst eigentlich unterstützt wird, würde das ja gar keinen Sinn machen. Deswegen, es geht um die Bearbeitung semantischer Metadaten. Wichtige Kernkomponente, der Proxy. Also auf Knopfdruck können Sie einfach sagen, dieser Dienst soll über Mr. Map geproxied werden. Was heißt das? Sämtliche Anfragen, get map, get feature, also gib mir ein Kartenbild oder gib mir ein Feature, werden nicht direkt an den Map-Server oder wo auch immer Ihr Geodatendienst eben liegt, geleitet, sondern werden erst einmal über Mr. Map geleitet und von dort aus eben weiter zu diesem Map-Server und auch wiederum die Antwort geht so zurück. Das bietet viele Möglichkeiten für uns, zum einen beispielsweise die Protokollierung, also wer hat was, wann, in welcher Art und Weise angefordert und wir können natürlich auch die Rückgabewerte, also entsprechend die Anzahl der Features zum Beispiel statistisch erheben. Wir können sagen, wie viel Megapixel Kartenmaterial wurde ausgeliefert etc. pp. Das sind alles Funktionen, die eben durch einen solchen Proxy ermöglicht werden. Das hier ist einer der interessantesten Effekte, die wir durch diesen Proxy erzielen können. Wir haben eine räumliche Absicherung mittlerweile integriert. Das sehen Sie einmal links, diesen Access Editor von Mr. Map. Sie malen sich im Endeffekt einen Bereich, in dem eine Nutzergruppe Zugriff haben soll. Und beim Kleinen muss sich nichts mehr ändern. Sie speichern einfach diese Geometrie ab und der Nutzer aktualisiert eben bei sich im QGIS durch Karte verschieben oder ähnliches das Kartenbild und das Nächste, was er sieht, ist nur noch das, was er auch sehen soll. Also jetzt hier zum Beispiel diesen linksrheinischen Ausschnitt, wo halt eben dann rechtsrheinisch auf der sogenannten Schälsig nichts mehr zu erkennen ist. Natürlich wollen Sie vielleicht nicht nur eine räumliche Absicherung haben, also immer eine Geometrie zeichnen. Es kann auch sein, dass Sie den Anwendungsfall haben, dass gewisse Nutzergruppen gar keinen Layer ausgeliefert bekommen lassen sollen. Sie haben hier einmal links zwei Bilder. Das ist der Bodenrichtwertdienst von Rheinland-Pfalz. Die grünen Flächen sind die landwirtschaftlichen, die pinken die bebauten. Und aus irgendeinem Grund ist es halt eben wichtig, dass diese Nutzergruppe nur die bebauten Layer sieht, weil das andere verwirrt die vielleicht. Dann schalten Sie einfach diesen Layer für diese Gruppe ab. Und schon wird dem Client nichts anderes mehr geliefert, außer das, was nur übrig ist. Gleiches rechts einmal für den Karte-RP-Dienst. Da sehen Sie diese lila Flächen, das sind die Industrieflächen. Der Layer heißt Industriefläche und der Layer Stadtfläche ist das, glaube ich, diese grauen Bereiche, also wo sind Wohngebiete oder der Friedhof, der Stadtfriedhof sind hier eben auch nicht mehr zu sehen. Die werden einfach nicht mehr ausgeliefert. Der Client muss nichts einstellen, der aktualisiert nur sein Kartenbild und schon sind diese Informationen vor dem Nutzer versteckt sozusagen. Wir bieten auch eine API natürlich. Das heißt, eine Suchschnittstelle für komplette Dienste, für einzelne Layer, für einzelne Features, für Organisationen. Das Ganze ist individuell erweiterbar auf alles, was Sie im Endeffekt bräuchten. Das ist also eine sehr gute Grundlage, um ein solches System auch zum Beispiel in einem Geoportal einzubinden, also oder in jeder anderen Webapplikation, wo Sie einen Suchkatalog anbieten wollen. Wichtig zu betonen ist hier,
dass nur aktivierte Ressourcen ausgegeben werden. Das heißt, wenn Sie einen Dienst registrieren, ist er erstmal nicht aktiv geschaltet. Sie können in aller Ruhe also Ihre Metadaten editieren. Sie können die räumliche Absicherung einrichten. Und wenn Sie zufrieden sind mit der Konfiguration des Dienstes, klicken Sie auf einen Schalter, sagen, ja, der ist jetzt aktiviert. Und dann wird er auch erst offiziell ausgeliefert und ist somit dann halt eben auch frei zugänglich. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, das ist eine tolle Sache, aber warum brauchen wir das denn jetzt alles? Jetzt kommen wir zu diesem Crashkurs-Aspekt. Was ist eigentlich genau eine GDI? Das ist jetzt natürlich ganz grob, ganz oberflächlich, aber soll nur eben, ich möchte eben alle mitnehmen, die ganz neu in diesem Themengebiet sind. Wir haben zum Beispiel Organisationen, das können wirtschaftliche Organisationen sein, also Firmen, das können NGOs sein, wie auch immer. Und die haben irgendwo da draußen auf ihren Map-Servern, auf ihren Kugelservern Geodatendienste liegen. Das ist schön, dass sie da liegen, aber wenn die keiner finden kann, dann nützt das halt auch niemandem. Das heißt, wir brauchen irgendeine zentrale Komponente, die diese Daten zugänglich macht. Und diese zentrale Komponente wiederum ist dann Ausgangslage für beispielsweise das Geoportal Rheinland-Pfalz oder auch jedes andere Geoportal. Und das Geoportal selbst ist wiederum natürlich dann die Schnittstelle für die Gesellschaft, also für die Privatleute da draußen, für andere Organisationen und so weiter und so fort. Dieses ganze Konstrukt ist wiederum natürlich auch nur Teil eines größeren Systems mit den anderen Bundesländern natürlich, die auch alle ihre eigenen GDIs haben, also zum Beispiel Hessen oder auch Saarland, füttern wir die GDI.de, beziehungsweise die GDI.de harvestet, also sie erntet die Daten von den jeweiligen kleineren Organisationseinheiten. Und auch die GDI.de ist natürlich nur wiederum Teil eines noch größeren Systems, nämlich der Europäischen Geodateninfrastrukturinitiative, nämlich INSPIRE. Das heißt, auch hier wird von INSPIRE, von der europäischen Ebene, geharvestet. Also Frage ist jetzt, was genau ist diese zentrale Komponente eigentlich, die hier einfach als Datenbank dargestellt ist? Das ist im Endeffekt eine Registrierungsdatenbank wie Mr. Map. Also wir machen dezentrale Dienste zentral zugänglich für weitere Applikationen. Wir haben zum Beispiel dann halt diesen Suchkatalog-Use-Case, den ich gerade angeschnitten habe. Wir haben eine vereinfachte Abgabe an die nächsthöhere Infrastrukturschicht, weil halt eben nur ein Knotenpunkt angefragt werden muss. Gib mir die Daten und nicht 30.000 verschiedene Organisationen von GDI.de halt eben für Rheinland-Pfalz oder für Nordrhein-Westfalen angefragt werden muss. Wir arbeiten natürlich nicht mit den Daten, den Geodaten selbst direkt, sondern es ist ein rein metadatenbasiertes System. Also wir klauen keine Daten von irgendwelchen Servern oder sonst was. Wir halten Informationen über diese Dienste, wo finden wir die, wer verwaltet die etc. Was sind Metadaten eigentlich? Metadaten sind im Endeffekt alles um uns herum. Wir kommen nicht ohne Metadaten im Alltag klar. Und das ist nicht nur digital, das ist natürlich auch analog. Also wenn Sie das nächste Mal versuchen, Nudeln zu kaufen oder versuchen, Toilettenpapier zu kaufen und Sie ergattern noch die letzte Packung, um die Sie dann ganz schlimm kämpfen mussten, gucken Sie sich die Packung mal an. Da haben Sie ein MHD drauf, Sie haben Inhaltsstoffe, ein Gewicht. Sie haben in Ihrer Brieftasche ein Metadatendokument, Ihr Personalausweis, Vorname, Nachname, Anschrift, da ist sogar ein Bild drauf. Ja, das sind Metadatendokumente. Und genau die geht es auch hier bei diesen Web-Services, eben durch die OGC standardisiert. Die Capabilities-Dokumente beispielsweise bieten Informationen darüber, wer ist der Dienstebereitsteller, wann wurde dieser Dienst zuletzt aktualisiert, welche Operation unterstützt dieser Dienst und so weiter. Das sind Metadaten. So, und damit kommen wir zum Demo-Video, das ich jetzt hier einmal laufen lasse. So, da gehen wir mal in die Detailansicht rein von so einem KTRP-Dienst. Jetzt zeige ich Ihnen einmal kurz diesen Link hier. Das ist der Mr. Map-Link mit der Nummer 872 für den Dienst. Den habe ich hier schon vorbereitet gehabt in QGIS. Ich zeige Ihnen einmal, dass es auch wirklich dieser Dienst ist. Das ist die 872, auch hier wieder. Und der ist nicht räumlich eingeschränkt, wie Sie sehen. Da ist das wunderschöne Koblenz. Den möchte ich jetzt aber räumlich einschränken. Also gehe ich in den entsprechenden Editor, verbiete erstmal generellen Zugriff. Also keiner kommt jetzt mehr an die Ressource dran. Jetzt kann ich eben für eine Gruppe den Bereich freigeben. Das heißt, ich klicke da ein bisschen rum, male mir ein super schönes Polygon, was unfassbar hochauflösend ist. Male mir vielleicht noch ein anderes Ding irgendwo hin. Ach nee, das mache ich lieber da hoch, da ist besser. Jo. Jetzt habe ich ein tolles Polygon, das brauche ich vielleicht beim nächsten Dienst nochmal. Also exportiere ich mir einfach diese Geometrie irgendwo hin. Das mache ich jetzt mal nicht, weil so toll ist dieses Polygon jetzt eigentlich auch gar nicht. Speichere ab, bekomme eine Statusmeldung, hat funktioniert, gehe zurück in QGIS, aktualisiere mit F5 das Kartenbild und bekomme nur noch diesen Ausschnitt zu sehen. Ich habe am Client, an der QGIS-Konfiguration nichts geändert. Es ist einfach nur noch ein eingeschränkter Zugriff.
Jetzt stelle ich natürlich fest, das Polygon ist wirklich nicht so toll, also gehe ich es nochmal bearbeiten. Ich lösche das einfach raus. Ich importiere mir eine vorbereitete GeoJSON-Datei. GML3 wird auch unterstützt für den Import. Und da sehen Sie, das ist dieser linksrheinische Bereich. Speicher wieder. Das Prozedere haben Sie eben schon gesehen. Ich aktualisiere und wir haben wieder nur den eingeschränkten Zugriff auf genau diesen Bereich. So, damit haben wir das Ganze schon mal schön maskiert. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass wir das nicht nur für einen Dienst machen wollen, das wollen wir natürlich auch noch für einen anderen Dienst machen. Also gehe ich mal hier zu den Bodenrichtwerten zum Basisdienst für Rheinland-Pfalz. Den habe ich hier auch schon vorbereitet räumlich. Der, sehen Sie auch, ist das gleiche Polygon, es deckt sich. Und jetzt ist genau dieser Anwendungsfall, ach ja, diese Nutzergruppe, die soll gar nicht die landwirtschaftlichen Bereiche sehen dürfen, die schalte ich einmal ab. Also navigiere ich hier durch meine Detailansicht der Dienste. Sie sehen hier viele Informationen, die räumliche Ausdehnung, welche Operationen unterstützen, welche MIME-Types. Und hier haben wir den landwirtschaftlichen Layer. Dem entziehe ich jetzt einfach, also ich entziehe der Nutzergruppe einfach die Rechte hierfür. Und das war es auch schon. Ich aktualisiere wieder beim Client. Und zack, nur noch bebaute Flächen, keine landwirtschaftlichen mehr. Das ist jetzt natürlich in einem Dienst, wo es im Endeffekt nur zwei Layer effektiv gibt, nämlich den bebauten und den landwirtschaftlichen, vielleicht ein bisschen langweilig. Sie können das natürlich für jeden anderen WMS-Dienst genauso machen. Der KTRP-Dienst ist wunderbar geeignet dazu. Deswegen zeige ich das hier auch nochmal schnell. Wir haben da nämlich viele verschiedene Infrastrukturen in den Layern abgebildet. Zum Beispiel hat es vielleicht auch einen strategischen Grund, dass ich die Flüsse nicht zeigen möchte. Auf gar keinen Fall sollen an diesem Kartenbild jetzt Flüsse zu sehen sein. Das heißt, ich entziehe auch hier einfach diesem Layer die Berechtigung, aktualisiere und um Gottes Willen, die Leute wissen nicht mehr, wo die Flüsse langlaufen. Ein Mysterium. Was Sie jetzt natürlich hier an dem Fluss sehen, es fehlt halt einfach diese Layer-Information. Ist natürlich aufgrund der umliegenden Strukturen klar, wo wahrscheinlich der Fluss liegen würde. Denken Sie da an andere Möglichkeiten, wenn Sie beispielsweise Industrieflächen ausblenden wollten. Das Beispiel, was ich eben schon in den Folien gezeigt habe. Jetzt ist das natürlich kein One-Way-Ticket. Ich kann einfach wieder hingehen, setze meine Häkchen, gebe der Gruppe wieder einfach den Zugriff. Alles ist gut. Die Flüsse sind wieder zu sehen. Ich habe nichts am Client geändert. Ich bekomme wieder meine Flüsse. Alles beim Alten. Bei WMS, schön und gut. Wie sieht es mit WFS aus? Ich möchte Features nur in einem gewissen Bereich freigeben. Klar, auch das ist möglich. Ich habe hier einen Flussstücksdienst. Den habe ich auch schon vorbereitet. Sie sehen hier, das Häkchen ist gesetzt auf grün. Alles in Ordnung. Wir haben das schon eingeschränkt, beziehungsweise wir haben einen Bereich freigegeben. Und das ist genau dieser Teil. Jetzt aktiviere ich die hier mal in QGIS. Ja, die liegen jetzt gerade natürlich unter dem Basisdienst. Deswegen schiebe ich da jetzt einmal kurz rum. So, damit man das schöner sehen kann. Sie sehen, das ist genau dieser Polygonzug, den wir eben freigegeben haben. Jetzt stelle ich fest, ach verdammt, ich muss eigentlich noch hier den Ortsteil Metternich mit freigeben. Kein Problem, ich füge noch ein Polygon hinzu. Sehr vorteilhaft hier an diesem Plugin. Die Stützpunkte, die ich einmale, snappen magnetisch an bereits existierende Polygone. Das heißt, wenn ich mich nah genug an ein anderes Polygon bewege, kann ich einen nahtlosen Übergang erzeugen. Wenn Sie überlappen würden, auch kein Problem, würde auch funktionieren, aber für die Perfektionisten unter uns, die nervös werden, wenn das Ganze irgendwie vielleicht überlappt und nicht schön ist, ist das hier dann die angenehmere Herangehensweise. Und ich aktualisiere wieder, warte kurz und da kommen die Flurstücke auch für Metternich. Das sind relativ viele, deswegen muss Kugis ein bisschen rödeln. So, genau. Also sowohl WMS als auch WFS werden räumlich abgesichert. Mit ein paar Klicks können Sie pro Gruppe die Zugriffe einschränken, ohne großen Aufwand. Jetzt muss ich mal gerade hier das Richtige raussuchen. Da. So, und damit bin ich am Ende angelangt. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen. Ich weiß gar nicht, habe ich zu schnell gesprochen? Falls ja, bitte fragen jetzt. Ja, Michel, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Du hast schnell gesprochen, aber man konnte, glaube ich, alles nachvollziehen. Hat jemand Fragen? Habe ich das richtig gesehen, dass man also den Zugriff von außen dann auf diesen Proxy auf bestimmte Inhalte für bestimmte Gruppen einschränken kann? Oder ist das immer öffentlich verfügbar? Alles? Es funktioniert über die internen Gastgruppen, also über die internen Gruppen. Prinzipiell könnte man überlegen, wenn wir jetzt einen öffentlichen Dienst haben, der dennoch eingeschränkt sein soll, dass man eine Art Gastgruppe eben einsetzt. Die müsste aber dann sich immer noch in QGIS zum Beispiel mit den jeweiligen Gastgruppen Informationen einloggen, also authentifizieren. Da wäre natürlich die Überlegung nahe, dass man eventuell eine
Public-Einschränkungen auch prinzipiell setzt, dass man nicht mal mehr das machen müsste. Das können wir durchaus mal mitnehmen, dass auch nicht nur angemeldete Mr. Map-User eben entsprechend da mitarbeiten könnten. Ja. Okay, Dankeschön. Vielleicht habe ich das verpasst, aber gibt es Pläne, die GDI-Test-Suite einzubinden? Ja, ich saß auch gestern in dem Vortrag, fand das sehr interessant auch, habe ein paar Fragen gestellt. Ziel ist es auch, dass eine Qualifizierung der registrierten Dienste stattfinden soll. Das heißt, wenn ein Dienst registriert wird, soll man auch als Nutzer die Möglichkeit haben, auf ein Knöpfchen zu drücken, dass man halt eben sofort dann die GDI-DE-Test-Suite ansprechen kann, dass dieser Dienst im Hintergrund überprüft wird und dann entsprechende Rückmeldungen bekommt über die Qualität dieses Dienstes, funktioniert der überhaupt oder ähnliches. Da ist auch die Überlegung, ob wir da vielleicht eine Art dreistufiges Qualitätsverfahren einstellen, sowas wie Bronzemedaille, Silbermedaille, Goldmedaille, je nachdem, wie hervorragend das Ding konfiguriert ist, dass man auch so ein bisschen den Ansporn hat an die jeweiligen Dienstebereitsteller, die noch besser zu machen, weil man will ja die Goldmedaille haben. Ja. Hier vorne war noch, glaube ich, eine Meldung gerade eben. Diese Proxy-Funktion, beinhaltet die auch eine Art Load-Balancing oder kann ich den Mr. Map selber skalieren, falls ich das benötige? Natürlich, den können Sie selber installieren, das ist Open Source. Skalieren. Skalieren. Haben wir bislang noch nicht im Fokus gehabt, aber das ist auch noch ein ganz frisches Projekt, sage ich mal. Es ist noch nicht einmal ein Jahr in Entwicklung. Von daher, das wird natürlich auch an einem gewissen Punkt dann die Frage werden, wie können wir das noch mehr optimieren, um es beispielsweise skalierbar zu machen, natürlich. Wie sieht das mit den Zikan-Portalen aus? Könnt ihr da auch irgendwie drauf zugreifen? Bislang ist das noch nicht im Blick, aber auch das sind natürlich Möglichkeiten, die können wir noch mit reinsetzen. Die Zikan-API ist natürlich ansprechbar, auch das wäre kein großes Ding, natürlich. Gibt es noch eine Frage? Dann vielen Dank, Michel. Gerne.